Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ich habe gerade Angst, dass Fragezeichen Man wegstirbt. Der ist halt vergiftet. Im letzten Part habe ich auch meinen ersten Tod kassiert. War ganz tolle Sache, weil ich konnte einfach nichts machen. Nein, ich dachte, hier kommt ein Pokémon-Cent. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann nichts tun, als Fragezeichen-Man wieder sterben zu lassen. Jetzt brauche ich aber auch leider. Warte. Ich bin geizig. Aber das muss ich auch sein. Das ist scheiße schwer hier. Boah, aber hier sind neue Simmelbeeren. Alter, was passiert eigentlich in diesem Projekt immer? Ein Pokéball, sehr gut. Ein Encounter. Stimmt, das ist eine neue Route! Oder? Warte, gehört das zu der Route weiter unten? Kacke, ich hab keine Ahnung. Kacke. Ich probiere das Ding zu fangen und guck dann nochmal nach. Wenn ich Pech hab, muss ich's wegtun. Jo. Naja. Ich treffe. Und jetzt weg. Pokéball. Ich glaube aber, das kann ich. Ja, das kann ich wieder nicht fragen. Das ist doch bescheuert. Warum laufen mir eigentlich nur Pokémon über den Weg, die ich nicht bekommen kann? Vielleicht kann hier. Oh, klappt sogar. Ich guck mal auf die Karte. Habe ich eine Karte? Ich habe nicht mal eine Karte. Ich glaube aber, ich hätte es sowieso nicht benutzen können. Und jetzt muss ich auch einen Trank raushauen. Mann, das regt auf. Hier ist sogar der Trank wieder. Jetzt nicht. Da auch nicht. Jo, Kinder. Ich benutze jetzt. Oh, Kacke. Erfahrungspunkte. Bitte mal eine sinnvolle Attacke. Naturkraft. Das ist, glaube ich, ein Angriff. Das ist, glaube ich, ein Angriff. Beten. Sammeln. Ja, das ist ein Angriff, der vom Ort abhängt, an dem man ist. Hier ist ja gar nichts.
Ein Kokuna, yay. Wir testen jetzt gleich mal aus. Wirklich. Okay, das heißt aber in der Theorie immer noch nicht, dass ich zwingend angreifen kann. Die Encounter-Rate ist so gering. Hier ist es halt einfach nur Paralyse, ne? So, hier ist Blumenland. Hello, this is the Pretty Petal Flower Shop. Spreading flowers all over the world. Your name is Günther, that's a nice name. Ja, komm. Ich weiß das an sich alles. Sie hat mir halt einfach nur erklärt, wie man Bären pflanzen kann. Hello, the more attention you flowers, the more beautiful they bloom. You will like tending flowers, I'm sure of it, you can have... Ah, die Weilmagieskanne. Ja, mit der Gießkanne kann man dafür sorgen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob schneller... Oh, ich krieg sogar eine Beere. Ich weiß nicht, ob sie schneller wegwachsen oder ob mehr Beeren rauskommen. Ah ja, 2 gegen 2 Kämpfer, wenn ich das von habe. Er sagt, er hat viel Geld. Boah, dann gib mir auch viel Geld. Dein Pokémon sieht nicht aus, als hättest du irgendwie genug Geld für sinnvolle Pokémon, aber... Swift ist Sternschauer. Olaf Nin 500 macht Schaden! Seht ihr das? Der glücklichste Tag in meinem Leben. Ja, also, er hatte nur einen. Und schöne Erfahrung. Wow! Der hat Moneten. Jawoll. So. Die Zeichen stehen ganz gut, dass immerhin fürs Erste bei diesem einen Tod bleibt. Alter. Ja, Mann. In der Folge bekomme ich sie. Die Zeichen stehen gut, dass ich sehr bald meinen nächsten Tod kassiere. Boah, das ist halb tot und verfehlt! Alter, ich hab gerade übel Angst vor diesem fucking dieser Floa, aber das gibt's auch übler. Ja, das ist ein Dings. Genau das Dings. Mogelbaum heißt es, genau. Danke für die Erinnerung, Leute. Oh, kacke, ich mach selber. Und der hat keine Leben! Ich muss aber hier wechseln und hoffen, dass er noch ein alter Jahr verfehlt. Weil Fragezeichen meines ja ganz offensichtlich so ziemlich One-Hit. Hat eine Vierfachschwäche gegen Gestein. Oh, Critical Hit! Das macht auf... Alter, macht der denn? Sogar auf Olaf Nin 500. Oh, Fragezeichen, mein Level 14. Und Olaf Nin 500 auch. Das Problem ist,
Ich weiß, dass auf der Route noch ein Doppel. Oh, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Olaf Nin 500 entwickelt sich. Jetzt bist du Nasslock. Hahaha. Haha. Da ist ein Doppelkamm. Fischstäbchen mit Reis. Ich weiß, ich kann gut fliegen. Ich muss halt wieder einen Trank raushauen, weil... Hä? Habe ich jetzt aus Versehen zwei Tränke benutzt beim... Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat, aber bei mir ist gerade kurz... Nee, nur ein. Bei mir ist gerade das Spiel hängen geblieben. Bevor hier noch irgendwas ganz schief geht, kurz mal. Save. Ja, sie sind Zwillinge, also kämpfen sie zu zweit. Oh, Parasect. Ich bin halt schon angedamaged, aber ich denke, boah, wegen Olaf Nin 500, der eine Schwäche dagegen hat, würde ich schon sagen, und weil es einfach das stärkere Pokémon ist, auf jeden Fall Parasect. Ach, das rückt sogar beide. Ja. Komm, reicht's für Parasect? Ja, es reicht für Parasect. Cool. Hier kann ich die Zahl meiner KP nachgucken. Mit derselben Taste wie der Beutel ist. Dann, ja. Und du benutzt Härtner. Noch ein bisschen Erfahrung. Und das war zum Glück ein einfacher Sieg. Was hast du? Oh, der will kämpfen. Ich habe gedacht, der schenkt mir vielleicht einen Angel. Ich hoffe jetzt mal, er ist nicht zu stark. Oh, kacke, drei Pokémon. Kingler, das passt sogar zu ihm. Aber komm, ich bin fucking Level 14. Nur Silberblick. Es ist nur Silberblick. Alter, der hat nur Wasser-Pokémon irgendwie. Komm, ich mal dich kriege ich da unten. Das ist halt kein schwaches Buch. In drei Runden. Dann weiß ich genau, wie ich es angehe. Schön noch Level 15 für Fragezeichen. Und wechseln. Ich meine, hallo, ich lasse auch nicht Fragezeichen mehr drin. Sonst krepiert der. Das sieht übel cool aus, by the way. Und ich bräuchte langsam ein Pokémon Center, ist meine AP ging aus. Für die, die wissen, nicht wissen, was das heißt. Wenn meine AP leer sind, kann ich eine Attacke nicht mehr benutzen. Eben die, deren AP leer sind. Das sind die Angriffspunkte oder Englisch Attack Points. Und noch einiges von der Karte. Das ist halt die Sache auch einer Randomizer. Wenn das so läuft wie hier,
dann überlevelt man ziemlich schnell, aber anders hätte ich ja auch keine Chance, jetzt mal ehrlich. Hier sind ein paar Beeren, der andere Busch ist noch nicht reif, glaube ich. Die Oma ist kein Trainer. Ah nee, die sind auch schon reif. Eine Beere, cool. Ich denke auch, ich werde hier mal eine Sinebeere pflanzen. Gegossen? Ja, ich glaube, da kommen dann mehr Beeren raus, wenn es soweit ist. Apropos soweit ist. Ich bin in Rustboro oder auf Deutsch Metarost City angekommen. Und ich kann auf eine neue Route. Erst Pokémon Center. Hier gibt's auch die erste Arena. Ich fände es halt ganz praktisch, wenn ich noch eventuell ein drittes Pokémon bekommen würde, bevor ich in die Arena rein muss. Also, im Supermarkt gibt es Items. Ich meine, hallo. Das war nicht voraus. Ich habe 2.500. Ich habe 4. Oh mein, ganz sicher sonst nichts. Ich habe Items, meine Freunde. Da war auch der erste Schutz, ist vielleicht auch hier nicht so schlecht, aber hey. Ich denke, ich gucke mir die Stadt nochmal an, aber erstmal hole ich mir das Item da unten, wenn ich den Weg bin. Und gucke, ob ich auf eine andere Route kann, um mir ein Pokémon zu graben. Hier ist die Arena, by the way. Ich kann anscheinend auch eine andere Route. Und ich kann nicht zum Item. Hä? Jetzt mal im Ernst, wie kann man da hinkommen? Alter, man kann nicht kontrollieren. Ja, da ist doch gar kein Weg, außer hier da eventuell runter, aber das geht ja nicht. Route 116. Wünscht mir Glück. Das ist ein Schutz. Bitte, bitte, bitte ein Pokémon, das ich ins Team nehmen kann. Oh, das ist cool, das ist cool, das krieg ich, bitte, bitte. Das Problem ist, ich habe so Angst, es zu töten. Aber das ist so ein cooles Pokémon. Und es ist nicht so schwer zu fangen. Aber ich habe halt echt Angst, es zu töten. Also auf jeden Fall nicht mit dem Angriff zu bieten. Das Ding hat nicht hin. Komm. Nur ein Tackle bitte. Oder zwei gehen an. Junge, das Ding ist zu schlau. Ich muss hier den riskieren. Wirklich, das paralysiert hier an den Punkten. Ne? Oh, es hat getackelt. Probieren noch ein Pokéball. Ich will das Ding haben. Ja! Neues Teammitglied. Ein Quiekel.
Alter, ich bin grad so happy. Endlich neues, cooles Pokémon. Ich werde das offscreen trainieren und dann kommt in der nächsten Folge die Arena. Wie nenne ich dich? Ich glaube jetzt nicht, dass ich noch einen Slimer bekommen werde. Ach, warte. Da er sich umbenannt hat, nenne ich ihn auch. Glaube ich, wenn es reinpasst. Alter, ich habe irgendwie Glück mit dem Namen. Das passt schon wieder um den Buchstaben. Also er heißt jetzt Back in Game auf YouTube. Deswegen nenne ich ihn natürlich Fett im Game. Ich habe ihm auch schon vorgeschlagen, dass er zu seiner Begrüßung macht: Ich bin fett im Game, aber nicht nur im Game, sondern auch im Real Life. Das wäre auch toll. Ich würde sagen, zum Training, das mache ich nochmal kurz. Guck ich, was ich hier sonst hätte bekommen können. Und zwar... Ja, okay, das hätte ich eh nicht bekommen. Das hatten wir ja schon mal. Okay, mit dem Superball wäre es nicht 100% unrealistisch, aber... Sorry, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich bin aus Versehen auf die Lautstärke deaktivieren Knopf gekommen. Komm, mal eine Frage, was bringt es mir eigentlich, das Ding zu trainieren, um mein Fett im Game zu trainieren? Level 7 müsste es sein. Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt ein bisschen. Wir sehen uns dann wieder. Vielleicht, wenn noch was Lustiges passiert, schneide ich euch das noch rein. Sonst lasst gern ein Abo und oder ein Like da. Ciao. Oh, stimmt. Das schneide ich euch noch ein. Okay, er kann Tackle und Schnüffler. Aber immerhin kann er angreifen. Ich will ja nicht sagen, dass ich schon mal ein Pokémon bekomme. Dass das nicht kommt. Das bringt Erfahrung. Aber es reicht nicht für ein Level, echt jetzt. Fett im Game gegen Fett im Game oder auch nicht. Ich will jetzt mal gucken, ob ich es so hätte schwächen können. Nein, es wäre gestorben. Level 7 für Fett im Game. Ja, wir sehen uns.